ist etwas in den Straßen, etwas in den Schatten, etwas in der Dunkelheit, das mordet. Und das haben die zwei Jungen getan? Ich habe die Aussage eines Zeugen, der beobachtet hat, wie die Jungs sie angegriffen haben. Officer, bitte helfen Sie mir! Die beiden Halswirbel wurden gebrochen durch eine plötzliche Krafteinwirkung. Scheiße, dann kann es ja nur ein Kopf gewesen sein. Warum nicht? Demnach sind Sie also der Meinung, dass es ein echter Polizist war, nicht ein Verbrecher in Polizeiuniform. Nicht genug, dass er das Mädchen umgebracht hat, er brauchte auch Zeugen dafür. Er hat es einmal getan und er wird es wieder. Er schlägt pausenlos zu. Und ohne Gnade. Wen bringt er denn um? Hört mich keiner hier! Ich brauche Hilfe! Nein, unschuldige Menschen. Ach, herrje, ein wahnsinniger Kopf. Vielleicht bekommt er seine Informationen aus dem Präsidium. Dann muss er aus unseren eigenen Reihen kommen. Wenn der Killer ein Kopf ist, ist jeder Polizist gefährdet. Du kriegst jede Uniform ist verdächtig. Hey, was machen Sie hier? Seit wann geht Sie eigentlich mein Privatleben an? Seitdem Ihre Frau tot in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Wenn ein Cop zum Killer wird, ist niemand mehr sicher. Wenn Sie einen Cop sehen, gehen Sie besser auf die andere Straßenseite. Er wird dich finden, wo immer du bist. Sittenpolizei. Er wird dich vernichten, ganz egal, wer du bist. Wir sind ausgebrochen und haben alle umgebracht. Ich war es nicht, es war ein anderer. Halt's Maul, er darf nicht entkommen. Sie denken nämlich, Sie hätten den Schuldigen gefasst. Jetzt kannst du dich am Bürgermeister und am Commissioner rächen. Die Vernunft kann ihn nicht aufhalten. Kugeln können ihn nicht umbringen. Das ist ein Wahnsinniger, gegen den man allein antreten muss. Oder man muss sterben. Die Wahl liegt bei jedem selbst. Man kann gegen ihn kämpfen oder sich still verhalten. Für immer. In der Hauptrolle Bruce Campbell, bekannt aus Evil Dead. Maniac Cop.